Hallo erstmal. Viele von euch wussten gar nicht, dass sich was geändert hat. Richtig. Da hinten ist der Kirschli. Kirschli Entertainment Show. Der ist genauso hier wie da hinten hängt noch jemand, da hängt noch jemand, da hängen ganz viele. Und die könnt ihr bald bei Google Plus sehen. Google Earth und hier kommt Google. Okay? Näheres heute Abend in meiner separaten Show, die ich exklusiv dafür machen werde. Ich habe euch gezeigt, wie ich umgebaut habe, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte nämlich vorhin eine Anfrage, und zwar, weil ich ja selber diese Shirts trage von Erdogan Atalay. Ne? Da habe ich gesagt, ich suche es dir raus, weil ich habe ja diesen Hut bestellt. Hallo. Okay. Jemand möchte eine Lieferadresse, und da die Ware von Atalay persönlich, ja, Erdogan Atalay als Semir-Gaykan bei Alarm für Cobra 11. So, da ist das Paket, ist heute gerade frisch angekommen, sollte ja, habt ihr ja gehört, am Samstag oder am Sonntag, da kommt keiner, ne? So, da ist es. Ich habe es halt so bestellt und ich werde gleich sagen, um eine hey Paula heißt das. Haben wir schon da. Ne? So, Cobra 11, so wird das geschickt. Bin leicht grau, ist also doch nicht schwarz, aber nicht so schlimm. Ich habe extra diese Farbe gewählt, weil ich sonst im Green Room nicht arbeiten kann. So. Am Freitag bestellt und sofort geliefert. Perfekt. Leute, dann kriegt ihr Gänsehaut. Dieser Stoff ist so klasse. Dieser Stoff ist so klasse. Also Hammer. Hammer. Das ist die beste. Ich will hoffen, dass er nicht zu groß ist. Deswegen habe ich gerade gestürzt. Ich habe nämlich schwer abgenommen. Aber egal. Für den Winter. Ne? Ah, so, da ist es. Das gute Stück. Ne? Ich bedanke mich total recht herzlich, dass Erdogan Atalay diese Idee hatte. Das ist so eine Art Kautschukzeug. Ein bisschen abgerubbelt, ja, sieht getragen aus, ist in Ordnung. Ihr dürft jetzt hier kein Design erwarten. Ne? Ich habe hier das Design hier in grün, nur wenn ich im Green Room arbeite, dann geht das nicht. So, heute Abend, ich finde auch dieses Cobra-Emblem an der Seite klasse. Also wie gesagt, ich habe Erdogan gefragt, ob ich den auch mit einer Figur, also dass ich das jetzt eine Figur anziehen darf, und diese Figur will ich dann hinter mir hinstellen. Die kriegt auch noch eine spezielle Hose an. Vielleicht mache ich daraus einen echten Polizisten oder so. So, dieses Video habe ich aber extra gemacht, weil ich angefragt wurde. Ich schreibe dir das aber noch. Ich schreibe dir das. Also, das ist Hey Connect. Ich schreibe dir das. Ja? Der Geschäftsführer ist der Marcel Brindköppe, Florian Kürt, in Hamburg. Ja? Kommt aus Hamburg. Das ist die Firma Hey Connect GmbH. Ich schreibe sie dir auf. Also hier lese eben da. Ne? So. Darüber wird das versendet. Atalay ist nur der Designer. Atalay ist halt derjenige, der das auf den Weg bringt. Er ist derjenige, der das euch anbietet. So, ich kann euch nur sagen, perfekter Kundenservice. Die Ware ist unheimlich warm. Es macht auch unheimlich Spaß, diese Ware zu tragen. Ich habe sie ja schon. Nur ich brauche halt so, damit ich in einem Green Room auch so arbeiten kann, weil sonst bin ich durchsichtig. Also mit diesem Shirt klappte es nicht. Ne, ist dasselbe. So, wunderbar, es sieht nur anders aus. Und ob das hält, weiß ich nicht, kann ich euch nicht versprechen. Hier ist ein bisschen abgerubbelt. Ist aber nicht so schlimm, weil es soll ja gebrauchsfähig sein. Ist so Anthrazit. Wie Semir das schon sagte, beziehungsweise Erdogan, wenn der Winter kommt, mach einfach die Kapuze rüber. Er hat ja gestern ein Statement über seine Hoods gegeben. Ja, das ist ein Hood. Noch einmal. Tada! Ja. So. So, und jetzt schicke ich dir. Ich habe dieses Video gemacht, damit die Leute sehen, dass hier die Ehrlichkeit
Und wenn wir was machen, machen wir das in dem Datenheim. Und wie gesagt, auch sehr gerne für Alarm Cobra 11, für RTL, für Chris, für, ach wie, Dani, ach wie die alle heißen. Müsste ich nachgucken, also Herrn Kerwin, sag ich jetzt mal, Herrn Atelay und halt alle anderen. Herrn Verschan. Okay, ich meine, ich duze alle, weil die mich auch alle duzen. Wir sind an sich alle vom Fach. Und ich muss mich halt hier alleine durchschlagen und ich bin stolz wie Oscar. Werde auch gleich, ja, wenn ich Zeit habe, werde ich schon eine Puppe hier einkleiden. Ich weiß, ja, irgendwie so eine richtig tolle Puppe hier baue ich auf mit diesem und dann kann die ganze Welt zuschauen, wenn Google Plus, Google 360 Grad hier war. Wenn Google 360 Grad hier war, könnt ihr die Sachen alle sehen. Ihr könnt dann auch Detlef Scholzen sehen in seiner Auszeichnung. Künstler helfen Künstler. Ihr könnt Nils Kerwin sehen. Ihr könnt Atelay sehen. Ja. Ja. Also was. So, das war so eine Ankündigung. Ihr habt ja gemerkt, während der Arbeit, da kommen Kunden rein. Da kann ich dann leider nicht. Heute Abend mache ich wieder ein Special Video für euch. Ich kann, also dann zeige ich euch die Ware. Ich trage die Ware oder ich zeige euch dann die Figur, weil ich muss da hinten rein ins Lager und da ist alles. Grüße, Hallöchen und was sagt er? So meine Freunde von Cobra 11, so meine Freunde auch von hier. Also hier war schon Prashant und Dr. Scholzen bei mir. Ihr wisst ja, Prashant Jaiwal aus 90 Spielfilm Stromberg und Koch und Werbung, ne, hier und diverse andere Filme. Und dann auch die Melanie Scheidt, die auch, ja, die hat sogar ein Autogramm dagelassen. Ja, zum Beispiel. So, ich mache eine tolle Sendung und ich lade euch ein zur tollen Sendung. Ihr entscheidet, ob diese Sendung toll ist oder nicht. Das versteht sich auch von selbst. Ne? Ist klar. Also hinter mir seht ihr dann schon Detlef Scholzen, der oben. Ich werde also so eine Art Holofilm machen. Ich fange da jetzt ganz, ganz klein mit an. Hall of Fame. Ja, die Halle. Ne? Hall of Fame. Vielleicht denke ich mir auch noch da irgendwie computergesteuert was aus. Lichttechnisch was aus. Schauen wir mal. Ihr seid jedenfalls in The Next to Me Studio und My Studio und The Shortcut Studio. Das bin ich. Also das leite ich und möchte euch da, wie gesagt, das auch näher bringen. Ich werde also Melanie auch in einen Bilderrahmen parken und die dann da oben aufhängen. Jawohl, dieses Lächeln sollen alle sehen. Ja, ich habe gerade noch eine wahnsinnig große Leiter besorgt, damit auch über den deutschen Schauspielern, die mit meinem Vater was zu tun hatten, Heidi Krüger zum Beispiel, dann die Neuen drüber kommen. Ja? Das wird so Hall of Fame, so Cobra 11, RTL Cobra 11. Und ob jemals von denen jemand hier sein wird, weiß ich nicht. An sich müsste ich Henning Baum, nur Henning Baum war Kunde. Ich meine, die waren Gäste. Das waren Gäste, Melanie und so. Nur Henning Baum war wirklich Kunde. An sich, Adriane Raspe war auch Kunde. Ich habe auch sehr, sehr gerne für sie gearbeitet. Aber trotzdem ist sie ein Star. Ich werde dann Henning Baum auch hier hinhängen, obwohl er nur Kunde war. Kriege ich hin. Also ich nehme Henning Baum auf, hier auch. Überlegt mir das gerade. Ja, also Henning Baum kommt hier auch hin. Ja. Diverse andere nicht böse sein, die werde ich jetzt nicht hinhängen. Ich kümmere mich jetzt wirklich nur um die, mit denen ich wirklich zu tun hatte. Ist schon lange her, aber ich hatte nun mal mit einigen zu tun und die wollte ich jetzt hier verewigen. Das werde ich auch tun. So, und alle, die nachher bei Google 360 das dann hier sehen. Ja, ihr könnt ranzoomen, ihr könnt lesen,
Meine Kollegen, bei meinen Kollegen war ich auch schon unterwegs, habe mir auch alles schon angesehen. Und ich denke mal auch so kleine Namensschilder aus, am liebsten ganz toll, aber auf Karte vielleicht, muss ich gucken, und die dann da hinkleben, damit jeder weiß, wer das ist. Ja. Na, also ich habe dieses Foto schon in klein, ich könnte auch Melanie in klein machen, das mache ich vielleicht auch. Ja klar, Melanie Scheid, die will ich auch gleich. Na, also das hier will ich auch in einen Bilderrahmen packen. Und die Melanie werde ich 1:1 dahin kleben. Yep. Genau. Okay, das war's. Ich mache eine tolle Sendung und dann könnt ihr selber entscheiden. Nils hatte mich gefragt wegen live. Live ist zwar alles schön und gut, aber ich möchte nicht, wenn die Kunden reinkommen, dann lieber eine Aufzeichnung, eine Show-Aufzeichnung und die dann euch zeigen. Yep. Das werde ich machen. Don't worry, Brian. There's a better way to watch movies. Hello, hello. So, da bin ich nochmal. Ich überlege mir gerade, welche Sendung da gemacht werden sollte. Als AWH Productions. Alle wollen heiße Filme sehen. Ja, ist halt so, AWR Movie bleibt. Ja, ich überlege mir, also wie gesagt, gerade, ich habe so ein bisschen einen Tiefpunkt, ich habe am Wochenende ja schwer gearbeitet, damit alles schön wird, sauber. Wenn also Google Earth und Google 360 hier erscheint, alles aufnehmen, soll das ja auch ordentlich sein. Ich hatte also gerade noch mit Detlef Scholzen, RTL 2, krass Schule gewitzelt, über so kleine Namensschilderchen dran machen, ne? Wer was ist, wo er herkommt. Wie gesagt, krass Schule. Alarm für Cobra 11. Ihr merkt schon, bei Disney, da bremse ich ein bisschen mit Star Wars. Ich habe zwar Star Wars jetzt ganz, ganz groß im Schaufenster, aber Alarm für Cobra 11 habe ich hier und RTL 2 mit krass Schule dort. Für krass Schule mache ich nichts, ich mache nur für Detlef Scholz, weil ich Detlef Scholz schon sehr lange und so weiter hier hatte. Und natürlich 100% mache ich für Prashant. Ja? Prashant Jalwal, weil er war auch hier und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, hier gedreht zu haben. Wie gesagt, Stromberg ist ja leider nicht mehr und ich erlebe Prashant halt in seinen eigenen und halt in einigen Filmen, die er gemacht hat. Hallo, was darf sein?